Bei meiner Arbeit steht das Zeichnen ganz im Vordergrund. Der interessante Aspekt beim Zeichnen ist für mich nicht, dass man etwas zeigt oder beschreibt, sondern dass man etwas entdecken will. Und der Prozess der Entdeckung ist ein Zeichenprozess. Ich gelange also von der Zeichnung zur Skulptur, von der Fotografie zur Zeichnung. Ich mache Umwege. Wenn ich eine fotografische Arbeit beendet habe, ist ein Ensemble entstanden, dessen Aussagekraft größer ist als jedes darin enthaltene Einzelbild. Warum benutze ich die Fotografie, um mich von der grafischen Darstellung zu lösen? Keine Ahnung, aber ich hatte schon immer einen starken Hang zum Paradox. Ich habe einige Jahre in Island verbracht und ab 1987 auf 88 begonnen, mit der Kamera zu arbeiten. Zunächst habe ich in klassischer dokumentarischer Manier die Schafhürden fotografiert, die man in den einsamsten Gegenden Islands findet. Aber mein wahres Thema war mein Verhältnis zur Landschaft. Wie macht man sich mit einem Ort vertraut? Bei meinen Reisen dort merkte ich sehr früh, dass ich ein besonderes Verhältnis zu diesem Land entwickelte. Hier war ich endlich ganz bei mir selbst. Und dieses Gefühl fand Eingang in eine Buchreihe mit dem Titel Two Plays, ein Werk, das ich 1989 begonnen habe und bis heute fortführe. Der erste Band Bluff Life enthält eine Sammlung von Zeichnungen, die ich während eines mehrmonatigen Aufenthalts in einem Leuchtturm in Südisland gemacht habe. Dieser Leuchtturm krönte eine Steilküste, die den Ozean überragte, ein exquisiter Standort. Ich machte die wunderbare Erfahrung eines Ortes, an dem die Landschaft greifbar war. Bezeichnend für Island ist auch, dass die Wahrnehmung der Umgebung vom Wetter bestimmt wird. Es liegt ständig eine Wolkendecke über dem Land, die manchmal aufreißt. Dann sieht man zum Beispiel einen Gipfel. Später kommt man wieder und entdeckt einen anderen Teil, weil die Wolken weg sind. Ich habe sehr darauf geachtet, die Dinge in Island nicht zu sehr unter dem Aspekt des Realen zu betrachten, weil ich meiner Vorstellungskraft keine Zügel anlegen wollte. Als Amerikanerin lernte ich von klein auf, dass das, was man nicht sieht, nicht existiert. Das hat einen enormen Einfluss auf unseren Blick. Dennoch gibt es viele Dinge auf der Welt, die unsichtbar sind, aber durchaus existieren, wie der Polarkreis. Er ist eine geografische Gegebenheit mit messbarer Ausdehnung und allen physikalischen Eigenschaften des Sichtbaren, und doch ist er unsichtbar. Und so absurd es klingt, bin ich viele Jahre entlang dieses Polarkreises gereist. In dieser Landschaft habe ich den nördlichsten Punkt gefunden, der sich auf dem Grundstück von Hildur und Björn befand. Von dort oben herab habe ich den Ozean fotografiert, an der Stelle, wo laut Landkarte die Schnittlinie des Polarkreises verläuft.
Das Haus lag vollkommen isoliert. Es war 1917 erbaut worden und ist noch vollständig erhalten. Es war, als trete man in ein anderes Jahrhundert ein. Aber der Blick aus der oberen Etage ist grandios. Du siehst aus dem Fenster und hast das Gefühl, dass dich von einer Minute zur anderen der Ozean verschlingen könnte. Von hier aus konnte ich sowohl den klaren Horizont fotografieren, als auch den Nebel, der aufzog und die Landschaft nach und nach verschluckte. Eine Stimmung wie am Ende der Welt, aber verbunden mit extremer Reinheit und purer ursprünglicher Schönheit. Es war ein Schlüsselerlebnis, das mich auf die Idee zu dieser Sammlung zirkulärer und zyklischer Phänomene brachte. Was mich unglaublich faszinierte an Hildur und Björn, die in den 70ern waren, als ich sie fotografierte, war die Tatsache, dass sie ihren Lebensunterhalt damit verdienten, die Daunen der Eiderenten zu sammeln. Dieser Raum wurde für die Ernte benutzt. Hier sammelten sie die Daunen, verpackten sie und sandten sie zum Verkauf nach Reykjavik. Hildur und Björn repräsentieren für mich den Zyklus von Leben und Tod. Diese Arbeit mit dem Titel Pi ist eine Installation aus 45 Bildern. Sie ist ungefähr 30 cm über Augenhöhe angebracht. Die ungewöhnlich hohe Hängung ist für den Betrachter unbequem und drängt ihn zurück in die Mitte des Raums. Sein Blick schweift in einer fließenden Bewegung über die Gesamtheit der Fotos. Sie bilden einen Kreis um den Betrachter, ganz ähnlich dem Horizont in einem ringsum freien Gelände. Die beiden wichtigsten Motive sind der Polarkreis und der Horizont. Daneben gibt es auch andere Motive, Porträts von Hildur und Björn, Eiderentennester, der Zyklus des Wettergeschehens. Und es gibt die Bilder von Guiding Light. Wenn ich mich bei Hildur und Björn aufhielt, sahen sie sich jeden Nachmittag um 5 Uhr diese Seifenoper aus den USA an. Auch das gehört zu den Tageszyklen, die ich festgehalten habe. You Are the Weather ist eine Arbeit aus rund 100 Bildern. Sie wurden auf Plastik aufgezogen und dann an die Wand geklebt. Sie sind mehr oder weniger auf Augenhöhe und sehr dicht gehängt, mit wenigen Zentimetern Abstand und einem etwas größeren Zwischenraum zwischen den einzelnen Sequenzen. Es sind rund 15 verschiedene Sequenzen, manche in Farbe, manche in Schwarz-Weiß. Und jede Sequenz besteht jeweils aus 5 bis 7 oder 8 Bildern. Auf den Bildern, die wir sehen, wirkt dieses Modell sehr klassisch, fast griechisch. Dieses hier zeigt eine eher androgyne Physiognomie. Ich habe also die Ausdrucksformen komprimiert und auf 4 beschränkt. Die Aufnahmen wurden immer im Freien gemacht. Mein Modell für diese Serie posierte in den von Natur aus warmen Quellen des Landes. Aber Feuchtigkeit, Dunst, Nebel oder Regen erlaubten mir zumindest die Vorstellung, dass ich die subtile, wechselseitige Verbindung zwischen einer Person und ihrer Umgebung visuell erfahrbar machen konnte. Auf diese Weise treten die Feinheiten und Nuancen stärker hervor und regen den Betrachter zu näherem Hinsehen an. In viewing the work.
Ellipsis ist eine fotografische Arbeit aus 64 quadratischen Bildern, eingepasst in ein großes Quadrat von 2,44 Meter Seitenlänge, das an ein Schachbrett denken lässt. Das Grundmotiv, ein Gebäude aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ist assoziiert mit dem in Island sehr beliebten Schwimmsport. An das Gebäude angeschlossen war ein sehr schönes Schwimmbad, aber besonders fasziniert haben mich diese Umkleideräume. Sie präsentieren sich als ein Labyrinth von teils offenen, teils geschlossenen Türen, wiesen eine Kachelstruktur und keinerlei Ecken auf. In visueller Hinsicht wirkte der Raum fließend und vollkommen transparent. Die Entscheidung für Schwarz-Weiß hatte in diesem Fall zwei Gründe. Zum einen ist die Architektur monochrom, weiße Kacheln mit Metallelementen. Zum anderen schien mir der Gebrauch von Farbe in eine zu deskriptive Richtung zu führen. Es war auch der Versuch, die Räumlichkeiten vom Foto her zu verstehen. Deshalb habe ich eine Skizze angelegt. Weil alle Kabinen den gleichen Grundriss hatten, konnte ich bei den Aufnahmen den Standort wechseln und erzielte trotzdem ein identisches Bild. Alle Türen sind mit einem Guckloch und einer Nummer versehen. Und wenn man durch eines dieser Gucklöcher blickt, sieht man die Nummer der gegenüberliegenden Kabine. Das Ganze wirkte im Grunde wie eine mathematische Gleichung mit sexueller Anmerkung. Die gesamte Anlage könnte von einem Schachgroßmeister entworfen worden sein. Wenn ich mein Werk in seiner Gesamtheit betrachte, würde ich sagen, es ist die Arbeit eines Tarnungskünstlers. Irgendetwas in mir will um jeden Preis verhindern, dass man jemals entdecken könnte, wer ich bin und was ich tue.